Oh, Alter, was geht ab, Leute, hier? Ihr müsst euer Echtgehör hierher bringen. Alle Asiaten kommen momentan hierher. Endlich mal wieder ein neues Asian Café in München. So. Schaut mal, Leute, wilde Sachen. Für Bubble Tea kommen wir nochmal irgendwann. So. Ich glaube, Bingsu haben die auch, habe ich gesehen, irgendwo, oder? Oh mein Gott, Bingsu haben die auch. Irgendwas davon auf jeden Fall. Oh mein Gott, zu viel, Leute. Also ich weiß auf jeden Fall, Bubble Tea machen wir ein anderes Mal. Mit dem Eis machen wir ein anderes Mal. Jetzt gibt es was zu essen. Und so ein Teil auf jeden Fall. Und jeweils ein Matcha. Wo ich hier erwähnen soll, man kann sogar Intensität auswählen, was sehr selten ist. Und ja, hier kann die Dame sich nicht entscheiden. Leute, am Becher merkt man schon, hey, das ist ein bisschen fancy hier. Das ist kein normaler Becher. Behind the scenes, Leute. So muss ich sitzen, damit ich nicht im Bild bin. Es ist alles so eng hier. Unter mir mein Laptop. The struggle. Der Tisch ist echt winzig. Aber bisher macht es einen guten Eindruck auf jeden Fall. Okay, schaut's, Leute. Zwei Matcha-Drinks. Meins ist Matcha-Soda. Diese Oktopus-Bällchen. Und ein Bibimbap. Obwohl wir hier beim Chinesen sind. Koreanisch, Japanisch. Wir gehen rein. Ich finde es nicht schlecht, aber ich kann nicht zur Matcha-Qualität sagen. Was habe ich bestellt? Ich habe auch Stufe 3 bestellt, Mann. Wie viel Matcha Soda Stufe 3? Also ich finde meine nicht schlecht, aber dadurch, dass ich Matcha nicht so mag und der nicht so einen starken Matcha-Geschmack hat. Okay, Leute, so. Ich finde meinen gut. Sie findet ihren zu süß. Und mal schauen hier. Was sagt die Expertin? Also ich kann dir sagen, er schmeckt besser als der bei Madame Dor. Nochmal? Genauso wie da drüben. Auch. Passabel, Leute, nicht schlecht. Ich habe mit den Zuschauern geredet. Ich will mal das Bulgogi. Kann man essen? Aber erinnert mich an nicht Bibimbap, sondern halt so ein Reisgericht bei einem Asiaten halt so. Also ja klar, es ist beides. Flavortechnisch ist nicht Korean. Er kann ja auch nicht authentisch sein, wir sind hier ja bei Chinesen. Aber trotzdem ist. Also ich werde auch schon aufessen. Die Sachen sind schon frisch. Ja. Sind jetzt schon vom Wie für mich. Also dann präzentiv. Geschmack vom Wie.
unterdurchschnittlich, aber nur weil du es jetzt mit dem Koreaner vergleichst. Wenn die das einfach nur eine Rice Bowl oder so nennen. Ja, aber wenn die es jetzt einfach nur eine Rice Bowl nennen würden, dann wärst du nachsichtiger. Ja. Ich denke, wir werden versuchen, einen Leading-Bank zu probieren. Du bist zu streng, Mann. Das ist nicht schlecht. Also. Wenn es jetzt ein bisschen crispy unten wäre, das vielleicht noch ein bisschen tender ist und ein bisschen mehr Aromalette. Na gut, dann wird es Manari. Finished, Leute. War der Kimchi? Huh? War der Kimchi? Nein, ich will nicht. Ist ja kein Kimchi. Ja eben, ich esse kein Kimchi. So, Leute. Oh, das ist Hammer. Wir müssen noch sehr lange warten. Was für ein krasser Winkel, Mann. Hier sieht man noch meine Finger. Wir gehen rein, Leute. Jetzt kommt der Waagetest. Dafür sind wir hier. Die Süßspeisen, die Asian Desserts. Ihr wisst, zu sowas kann ich niemals Nein sagen. Oh, Hilfe, soll ich irgendwas machen? Damit hat man mich immer. Also die Sache ist, Leute, das ist gut. In München darf man nicht zu Gelehrer sein. Dieses Teil findet ihr sonst nirgendwo mehr. Das kann man dann, aber der hat auch schon wieder dicht gemacht. Das heißt, ich weiß es zu schätzen. Da geht es nicht drum, okay, ist es 10 von 10, ist es 8 von 10. Hauptsache, wir haben überhaupt eins. Das gut. Das ist gut. Das ist gut. Oh mein Gott. Fluffig, gute Creme. Fluffig und gute Creme, sagt sie. Und die Tapioca sind gut. Sehr gut. Nicht zu fest, nicht zu dick. Dass es von ihr sowas kommt, schon. Ja, ist gut. Tapioca sind gut. Ja, sehr gut. Luftig, gute Creme, gute Tapioca. Die Tapioca sind selbstgemacht, steht auf der Karte. Tapioca selbstgemacht, steht auf der Karte. Gute Konsistenz. Und der ist sehr geil. Und der sowieso, also die zwei, allein dafür. Drinks, ja, Drinks ist Geschmackssache, probiert euch aus. Digga, da waren 50 Drinks auf der Karte. Homemade. Das heißt, das kommt auf die hier, ne? Ja, Fehlinformationen haben wir bekommen, Leute. Dieses Gericht heißt einfach nur so, Homemade Tapioca. Das allein, sag ich, ist schon gut genug, dass ich wiederkommen würde. Also, vor allem Sonntag hat der Laden hier auch offen. Unigegend, bringst dein Arm hierher. Kann ich da rein? Darf ich schon den Rosen essen? Wir sind gespannt. Und? Ja.
also nicht schlecht. Aviana war schon sehr gut, der ist halt nur ganz gut. Aber das hier schmeckt für mich, ich habe jetzt gerade nur ein bisschen die Creme probiert. Das schmeckt, das schmeckt nach Rosenwasser. Mhm. Ja, ist das gut oder schlecht, dass es nach Rosenwasser schmeckt? Ja, das ist gut. Ja. Bei Sakura denkst du ja eigentlich an Kirschblüten, nicht an. Jetzt ist der Null süß. Jetzt passt doch so, ja, oder nicht? Du passt es ja. Ich glaube, ich hab ja nicht umgerührt. Ich habe ja nach unten getrunken, dann habe ich wahrscheinlich die ganze Sirup. Das war Null, aber jetzt schmeckt der Null süß. Okay. Ja, also runde Zucker, empfehlt. Auf den warten wir. Da darf sie den ersten Ding machen. Aber zerstör schon mal weiter den hier. Damit hat man nicht. Ja, ja, schlecht ist nicht, ich mag die auch. Sehr, sehr, sehr zarter Geschmack nach Rosenwasser. Und das ist eine voll fette Rolle. Ja. Das schmeckt auch, sagst du? Also, schmeckt nach Taro. Ich muss sagen, der überrascht mich sehr, weil... Ja, okay, kann nicht sagen, dass es schwer ist, aber... Den findet man oft als Flop woanders, also... Dass der so stark ist, ist eine starke Überraschung. Okay, wir gehen rein. Asian Crab Cake. Mit den vielen Schichten. Schwierig. Ich glaube auch. Also ich würde ihn nicht selber machen, aber ich stelle mir schwierig vor. Ich sagte, wenn ihr jeweils ein Girl-Cupcake macht, dann ist das bis so weit hoch 1000. Nein, ist nicht schlecht. Ist halt ein bisschen deftiger, ne? Ja, ist gut. Also ich persönlich hätte halt einen anderen Geschmack genommen, aber an sich ist das sehr gut. Ja, also. Es kommt jetzt darauf an, mit was man das alles vergleicht, aber so für sich bin ich geladen. Komm. Wieso magst du es nicht? Ja. Ja? Das hier? Weil er gut ist, ja? Süß. Ist gut. Das ist ein Stern, ist auch sehr gut. Es ist gut. Tofu, Leute. Ja, Tofu in dem süßen Teil. Ich glaube, ich möchte auf die Rolle gehen, weil die sehr leicht ist. Dann möchte ich das Chair hier bestellen. Jay auf die 1. Dann der hier auf 2. Stachel! Er wird jetzt zerstört, Leute. Nee, jetzt hast du wirklich. Jetzt weiß ich, wie sich die ganzen Leute gefühlt haben, als ich gesagt habe, dass Orange scheiße schmeckt. Ein sehr geiler neuer Spot in München. Ich freue mich. Ich bin null kritisch. Meine kritischen Freunde, die Kollegin, die ist super kritisch.
Ja, der hat's gefallen, also bringt euer Asian Girl hierher. Alle Asiaten am Ausflippen, die sind eh schon am Start. Ja, München, langsam, langsam, aber sicher. Genau wie Krypto, Alter. Das war's von mir. Like, subscribe, kommentiert, checkt die Videos ab und mehr gerne auf TikTok und Instagram. Das ist das Business und ciao.